Radu geht hinterher die. Der Norma geht unter die Achse. Die Träger unter die ziehen wie eine Radu. Ja. Die Salu. Keine Ahnung. Ja, je. Kannst du nicht mehr schlafen sozusagen? Ja, das ist ganz blöd, wenn man in der Nacht nicht seine Ruhe hat, gell? Die Polizei war mal angerufen. Die SPD gewesen war mal. Aber jetzt nichts. Das ist auch als Land. Nette Frage, ist denn jetzt für die Pressesprecher irgendwas da, was wir schon was verlautbaren könnten, was da wirklich genau passiert ist? Nein, wir wissen vorher selber nicht viel. Wir wissen nur, es war ein Beteiligter, keine Alkoholisierung. Ja. Oben und so weiter ist zur Zeit einmal auszuschließen. Er ist auf jeden Fall in das Fahrzeug kollidiert mit ca. 30 km/h und durch die Kollision hat das Fahrzeug umgekippt. Mit 30 km/h ist ja, das ja, laut möglich? Zeugen nicht allzu schnell auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja, ja. Ja, mehr kann man zur Zeit jetzt auch nicht sagen. Okay. Bist du oder von wo? Von wem? Krypto-TV, von der Presse. Ja. Krypto-TV? Genau, KRY. KRY. HSP. Krypto-Presse. TV. TV, okay. Daher? Walter Roman. Wir sind von der Walter, oder? Walter, okay, passt. Okay, passt. Danke. Thank you.
So, der Unfall ist jetzt weggeräumt worden. Es hat sich wieder alles hier beruhigt. Die Schaulustigen sind auch wieder nach Hause gegangen. Jetzt werde ich mal ein kleines Endresümee abhalten. Wie wir schon vom Polizisten mitbekommen haben, soll der Fahrer mit 30 km/h auf dieses weiße parkende Auto rechts hinten angefahren sein und auf Zuge dieses, ja, nennen wir es mal Anfahren, ist er überschlagen. Ich habe beobachtet, wie dann der Fahrer von der Rettung abgeholt worden ist. Er konnte selbstständig in den Rettungswagen reingehen. Er hatte am linken Ellbogen einen Verband an und ja, im Grunde dessen, so soll dann alles gewesen sein. Ich habe mich dann mit den Zeugen unterhalten, die den Unfall mitbekommen haben. Und die haben mir auch bestätigt, dass er gar nicht allzu schnell unterwegs war. Also man sollte es gar nicht glauben, dass man mit 30 km/h sein Auto zum Überschlagen bringen kann. Irgendwas stimmt da nicht. Kommt mir schon sehr seltsam vor. Ich habe mehrere Zeugen befragt und sie haben alle bestätigt, dass er nicht allzu schnell unterwegs war. Was vielleicht noch sein kann, wenn man von dieser Straßenseite hier in dieser Richtung fährt, kann einen die Sonne sehr schnell überraschen. Also dass der Blendeffekt dann abrupt anfängt und dann, naja, dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Aber wie gesagt, mit 30 km/h, selbst mit 40, das dann so überschlägt, ich begreife es noch nicht ganz. Aber so haben es die Zeugen ausgesagt. Bremsspuren findet man auch keine. Also ist er von irgendetwas überrascht worden. Somit, ja, gut, dass dem Fahrer nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Wie gesagt, er konnte selbstständig zum Rettungswagen gehen. Und somit haben wir jetzt wieder den Unfallshergang am Ende der Sitzenheimer Straße in Daxam, ja, aufnehmen können. Also somit seid immer vorsichtig im Straßenverkehr. Es soll euch mal vielleicht eine Warnung, ein Zeichen dessen sein, dass man selbst mit 30 km/h, also in einer tempoberuhigten Zone, dennoch immer sehr wachsam beim Straßenverkehr, beim Autofahren sein sollte. Als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, ganz egal. Okay, dann. Gehabt euch wohl.